Hallo zur erneuten Folge der Let's Play-Serie. Ja, wir haben zuletzt ja noch mit dem Paladin gekämpft und dann habe ich es dann einfach mal beendet, ohne hier alles einzusammeln. Aber gut, so wahnsinnig viel ist es auch nicht. Dem Paladin haben wir ja noch die Waffe aus der Hand genommen, also ihn entwaffnet. Deshalb lag die da so rum und dann waren das ja auch nur noch zwei Gegner, ja, und ein Jutesack, wo nichts drin war. Das war denn die Leiche von dem. Da haben wir noch eine Birne und ein bisschen Rüstung. Hey, was findet sich hier denn noch? Auch noch eine Karotte. Der Zirkel selber hatte nichts. Aber ich sehe hier gerade, wobei, na gut, das ist anzeigetechnisch. Kurzschwert, wollte gerade sagen, ich sehe hier gerade die Seelenmünze, aber gerade erinnert, die liegt auf dem Dach. Werden wir gleich hingucken. Guck mal gerade hier noch ein bisschen rum und sammle noch ein bisschen Kram ein. Gucke in die Säcke rein, aber haben wir da irgendwas? Das habe ich fast befürchtet. Okay, wer legt da so einen Haufen leere Säcke hin? Das ist ja auch gemein. Da ist noch ein Jutesack. Und der ist auch leer. Na gut, holen wir uns mal die Seelenmünze. Das mache ich ja gerade mal aus. Wo ist er denn wieder hin? Da. Die liegt nämlich hier irgendwo rum, glaube ich. Da, jetzt haben wir es eingesammelt. Alles klar. So, haben wir sonst noch irgendwas, was ein lustvoller Pakt. Oh, Carla hat was zu reden. Sehe ich gerade. Gut, wir schwatzen gleich. Jetzt Bilder, Carla. Also, na gut, okay. So, gut. Dann kommen wir wieder runter hier, Carla. Und die anderen könnt ihr euch dann da gerne anschließen. Ich denke, wir sind hier durch. Mit den Paladinen haben wir ja das Beste hier, was mit Palak denn war, auch entsprechend erfüllt. Ach so, die Seelenmünze. Ja. Ein besonders böses Ziel vernichte. Jo, das werden wir sicherlich machen. Habt ihr keine Angst, dass eure Maschine überlastet? Das geht schon. Naja, werden wir sehen. Habt ihr ein Wünschle? Naja, gut, vielleicht versuchen wir das mal. Mein Interesse ist geweckt. Werden wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. Yes. Okay, alles klar. So, dann würde ich hier, wo sind wir denn? 14, ganz schön abgebrannt hier oder ganz schön kaputt. Ich würde sagen, wir werden mal hier so einen Heiltrank nehmen. Plus 5, na doll. Es ist ein bisschen besser geworden, aber naja, mal gucken, wie das geht. Da haben mehr oder weniger nur einen Angriff abgekriegt, aber der hat wirklich schön reingebrezelt. So ist das denn. Ja, wir könnten ja, naja, weiß nicht, was haben wir denn hier eigentlich so Wunden heilen? 3 bis 10, hier haben wir 4 bis 7. Naja, weißt du, bevor hier Dinge, das war auch nicht doll, 3 plus 3. Das hätte man hier haben können. Naja, gut, was soll's. Aber ja gut, 25 ist in Ordnung, damit können wir, glaube ich, arbeiten. So, denn lass mal hier rüber, einmal hops. Süden liegen die Goblins. Oder liegen. Naja, da liegt nicht jemand. Da stand wer. Da bestehen gerade. Ah, alles klar. Nur gerade sei ich hier übersehen. My, my. What manner of place is this? Raphael. Was hast du uns denn zu erzählen? A road to damnation. A road to damnation, naja. For your journey is just beginning. Den Schlaf lehnen. Oh, komm zum Punkt. The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Was hast du denn eigentlich?
Aha, na. Steht zu euren Diensten. Wunderbar, alles klar, ich heiße Marina. Charmed, I'm sure. In more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. Nicht hier. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Das sieht schon besser aus. Ja, in der Tat, hast du sicher recht. Er wollte sich doch mit mir unterhalten. Was macht ein Karlak denn hier? Nettes Dekor. Das Haus der Hoffnung. Sieht schon ganz hübsch aus. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Hoffe ich doch nicht, eure Spielchen sind ermüdend. Ja, führt das Theaterstück auch irgendwo hin. Are you not entertained? Well, nee, ich will Goblins umhauen. Das, ach, richtig. Daubrebel. What's better than das war jetzt ein fremder Teufel. Ein vertrauter Teufel. Na gut, soweit ist das erstmal richtig, ja. Fuck. Cambion. Doch, ein Astarion ist auch dabei. Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior. That's for certain. Na, Waffe ziehen sicher nicht. Warum wollt ihr mir helfen? Das ist. Ja. Denn der Teufel, der helfen will, da sollte man sehr vorsichtig sein. Naja, mit den Schwierigkeiten, das ist halt ja. Keine Lösung in sich stimmt jetzt aber nicht. Ich habe schon eine ganz schöne Liste von Leuten, die mir vielleicht helfen wollen. Ich würde alles tun, um die Larve loszuwerden, ja. Ich bin nicht so original. Still, I have a feeling you change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow and steal. Ja. Ich denke, wir werden mal erstmal versuchen, ob wir da noch was anderes finden. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair. That's when you'll come knocking on my door. Okay. Such a tease. That's what separates us from the devil, soldier. They think our greatest strength is a weakness. Na gut. Glaubt mir, ich werde zuletzt lachen. Bringt mich zurück dann. Ja, vielleicht können wir ja doch da noch mal. Das gefällt mir eigentlich. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving. Wir werden sehen, Raphael, wir werden sehen. Alles klar. Es kann aber sicher nicht gut gehen hier mit dem Teufel zusammen. When it runs out. Aber gut, es ist ja trotzdem vielleicht nicht schlecht zu wissen, dass man da irgendwie noch eine Möglichkeit hat, ob es uns dann gefällt, werden wir ja dann sehen. Wir können erstmal buddeln hier, dann lass uns mal buddeln. Es gibt nichts wie Baldur's Door, aha, gut. Oh, ein bisschen Werkzeug für Astarion. So, Gold war auch noch drin. Na gut, so, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so finden. Bei den Goblins. Erstmal haben wir hier ein paar Geräusche in der Scheune. Oh, ich glaube, ich sollte mich da mal ein bisschen mit Marina in den Hintergrund bringen. Wer macht denn jetzt die Tür auf? Ich überlege gerade, Astarion, warte mal, wenn ich dich mal kurz in
Es ist immer so eine Sache, dass ich vor dem Kampf überlege, Astarion hat ja doch jetzt schon auch durch hier seine Klassen und das Geschick eine sehr, sehr hohe Initiative und ist eigentlich praktisch immer der Erste, der dran ist. Aber wenn er natürlich aus dem Versteck angreifen kann, ist er natürlich noch viel stärker. Allerdings, wenn ich halt mit den anderen Leuten, weil das wird schon gehen. Ich würde gerade sagen, wenn die anderen Leute halt vorne sind, die haben halt nicht so die große Chance, als Erste dran zu sein. Und ach naja, wir werden mal gucken. Wenn ich ihn nicht im Schatten habe, nicht versteckt, dann ist das natürlich eine größere Chance, dass ich auf jeden Fall als Erstes dran bin. Aber ich glaube, hier müsste das eigentlich gehen. Da drin hat jemand Spaß. Ja, 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 ich weiß. Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience, and I don't want to fight. Ach, Schattenherz. Ah, sie mag das nicht, aber was soll's. Ist okay. Ein Ogre hat Spaß. Und du bist ein Trollo. Ihr habt solchen Lärm. Nein, das passiert garantiert nicht. Verzeihung, ich wollte nicht stören. Ach na, komm hier. So, mal gucken. Ach, es ging gut. Ach, er ist auch aufgedeckt worden. Na gut, denn ist es auch egal. So, dann zeig mal. Also, wir haben hier 27 und da 9 Odie ist deutlich stärker. Aber vielleicht möchte ich trotzdem hier das große Teilchen erstmal weg haben. So, mal sehen, wie viel Glück wir diesmal hier haben mit unseren Angriffen. Ja, es ist halt... Einer von den Zweien ist fast immer Fehlschlag. Aber naja, wenn wir treffen, dann machen wir sehr ordentlich Schaden insofern. Wurde mal erwähnt, ist es am Ende des Tages in Ordnung für mich. Oh, sauber. Crit. Oh, der hat sogar noch wirklich Schaden gemacht, obwohl verfehlt Carla. Wahrlich, wovon kam denn dann der Schaden? Wenn er Carla gar nicht getroffen hat, bitte, wieso habe ich denn wegen der Beharrlichkeit scheitert einer deiner Angriffe, Birks? So, ja, das ist dann wohl passiert. Na gut, so, jetzt muss man natürlich als Erstes den aus dem Spiel nehmen. Der ist ja auch als Nächstes dran. Der hat noch einen Hitpoint. Versuche ich es mal mit meiner Nebenhand und das hat funktioniert. Alles klar. Dann kriegst du mal einen dran, der lebt noch. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich muss mal hier vielleicht noch Charakterbogen, Zauber. Wo bist du denn, Schattenherzchen hier? Passivwerte, das sollte ich dringend hier mal reintun. Dass ich das bei Bedarf ausschalten kann, der kickt zurück. So, dann haben wir immerhin einmal getroffen hier. Und jetzt sollte das Astarion doch eigentlich schaffen. Jawohl, hat sogar zweimal getroffen. Gut, okay. Soweit, so gut. Bisschen Schaden bei Karlak, also deshalb hatten wir sie ja auch nach vorne gestellt. Warte, na gut. Eigentlich wollte ich es lesen. So, Azimodi mal. Na gut, das ist jetzt glaube ich nicht wirklich interessant. So, sonst noch was hier. Stichflügen, Mücken, hör auf zu rumzumosern hier. Brennende Hände, noch ein bisschen Gold, naja, hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Was haben wir hier? So, tja, und jetzt ist wieder die Frage. Ach so, na gut, noch, es kommt nicht die Frage, aber gleich wird sie sich stellen. Erstmal kommen wir jetzt hier ins Goblin-Dorf. Ich sehe halt da das Rote, aber sich einer zum Schlafen gelegt. Schlaf legen ist keine gute Idee, wenn Astarion in der Nähe ist. Hat natürlich bei den zwei Angriffen wieder einmal daneben geschossen. Aber das wird uns häufig so passieren. Aber trotzdem, solange der zweite Angriff trifft, macht er halt trotzdem Mörderschaden. So. So weit, so gut. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Wo sind wir denn hier? Ach, da infernalisches Eisen. Könnt ihr rumgehen? Hier ist die Brücke.
Ja, wobei die Frage ist, inwieweit das funktioniert, aber meistens konnte ich die Wachen, die hier rumstehen, bequatschen. Aber weißt du eigentlich, ach komm, wir hauen die um. Also, wir sind gut. Das sollte ich allerdings nicht mit Marina vorne langlaufen. Wobei, warte mal, ist hier. Steht da nicht? Nee, das steht nicht. Habe ich mich geirrt? Hä, ich habe mich nicht geirrt. Guck mal da. Jetzt habe ich es gesehen. Unser Rooftop Star ist auch noch einer. Da müssen wir jetzt mal, glaube ich, ein bisschen tricksen, würde ich sagen. Also, erstmal verstecken. Das kann nicht verkehrt sein. Du gehst mal hier hin. Ja, stopp, stopp. Oh, Mensch, das ist aber auch. Das war jetzt natürlich nie und nimmer beabsichtigt, dass die da alle hinterher hoppeln. Aber gut. Na, jetzt vorsichtig. Einer muss aufs Dach oder eigentlich zwei. Wie ich das hinkriege. Ich habe hier gerade links eine Leiter gesehen. Da. Der hat gerade was von On Rooftops. Da oben. Okay. Dann sollte ich zumindest ein Stückchen vorwärts gehen. Wobei, die sehen mich ja nicht. Aber das kann natürlich sein, dass hier trotzdem so eine Szene triggert, ohne dass sie mich eigentlich gesehen haben. Ich würde auch... Diese Datte, ach, das ist eng. Sehr süß, wie sie da rumtänzelt. So, und ich würde vorschlagen, du bleibst durchaus mal hier drin mit. Weil wenn ich hier so in dem Haus bin, den muss ich natürlich umschießen. Klar. Aber sonst müsste das ja eigentlich klar gehen. So, dann lasse ich mich doch mal hier. Ich gehe einfach mal hier auf. Werde ich vermutlich enttarnt. Ach, das sind gleich zwei. Eieie. Goblin-Spurenleser. Naja, aber dann kann ich aber auch Schattenherz hier noch hochbringen. Ah, kann gar nicht so weit. Ach, steht er da oben irgendwie im Weg? Ja, der blockiert das Ding. Na gut. Das ist ja ein lösbares Problem. Die gucken halt alle nach vorne. Da wäre ich normalerweise rübergekommen. Die wissen das mit normal. So, stellt sich die Frage. Machen wir mit denen ein Gespräch. Oder schießen wir sie einfach um. In dem Wissen, dass sie uns sowieso angreifen werden. Aber eigentlich finde ich, nein, wir sprechen mit denen. Einziges Problem, wenn ich hier rangehe. Ob der mich da sieht, wenn ich mich hier aus dem Schatten da komme. Ja, geht. Das war. Ihr habt nichts zu suchen, Freundchen. Nicht, dass ich euch die Nase abschneiden muss. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ach, wenn ich sogar mit meinen Elitinen. Ah, das versuchen wir besser nochmal. Sprecht mich ordentlich an. Ich will aber eigentlich mit denen kämpfen. Eigentlich will ich mit denen kämpfen. Ich habe den Verdacht, dass ich die... Na, ist egal. Komm, mach mal. Die zwei, das... Okay. Ich habe den Verdacht... Eine drei. Oh, das war knapp. Aber gut, das konnte ja nur nicht schief gehen. Ist ja auch witzig. Ah ja, wohl wahre Seele. Ende. Die Jungs sind bei der Windmühle. Lasst euch nicht aufhalten. Naja gut, jetzt haben wir die eigentlich abgewehrt, aber weißt du... Moment. Wir machen das trotzdem mal so. Ach, der hatte nur 7 Trefferpunkte. Früher oder später greifen die mich eh an. Da drüben sind auch noch 2. Aber ich meine, das ist nur, aber die dürften so weit weg sein. Ich fürchte, von dem Dach sollte man sich eigentlich nicht gegenseitig angreifen können. Die mich nicht und ich sie nicht. Ziel ist zu weit entfernt. Also bleibe ich hier mal einfach stehen. Und dann... Einmal hier.
Naja, das sind ja wirklich hier 7 Trefferpunkte. Müssen wir nicht drüber reden. Wir verstecken uns mal hier dahinter. Marina ist noch nicht mal im Spiel drin, also im Kampf meine ich. Und den. Ja, ist gut. Du bist auch noch nicht im Kampf, oder? Ja, okay. Die ist auch noch versteckt. Gehen wir mal davon aus, dass die ankommen. Im Moment sehen sie ja nur Astarion und Karlak und. Karlak ist nicht mal hier. Achso, die sitzt sich da drin. Aber mal gucken, was sie machen. Die kommen an. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Kommt ruhig ran, kommt ruhig ran. Noch ein Stückchen, du auch. Na komm. Hier vorne ist viel schöner. Wir haben Kekse. So, mal hoffentlich reicht die Entfernung jetzt, aber ich denke schon. Ich denke schon. So, ja. 56 ist nicht so doll. Die Entfernung, aber naja, gut. Einmal treffen reicht, ja, dann ist er kaputt. Ja. Jetzt endet es. Gute Idee. Machen wir. Schattenherz. Feuer. Sauber. Das war's, oder? Blitzladung hat sich auch noch geholt. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, die sind weg. Das war alles. Denn, komm mal runter hier. Jetzt muss man ja auch irgendwann mal das Zeug einsammeln hier. Okay, machen wir das mal gerade. Bevor ich alle nach unten bringe. Bisschen Gold, bisschen Gold, bisschen Kram. Und dann kannst du runter. Und du machst hier das eins. Oh, da ist ein alter Schlüssel. Hier ist denn der alte Schlüssel? Vielleicht für die Tür da unten, wo ich gleich rein will. Mal gucken. Nicht dahin, ja. Geht. Komm mal hin. Karlak. Auf. Können wir unsere Leute auch wieder zusammenführen. Und dann haben wir ja hier noch ein paar. 2. Die wir noch kaputt gemacht haben. Oh. Musiker Schlüssel. Alter Schlüssel. So viele Schlüssel hier. So, jetzt war doch hier genau das mit dem Infernalischen. Da kommen wir doch direkt rein. Ja, einer von den Schlüsseln war für die Tür. Ich weiß leider nicht welcher. Ist aber genau genommen auch nicht wirklich wichtig. Oh. Im Fallen ein schärfer Werkzeug. Das lag hier. Dann kommen wir hier. Sammel ein. Kann man immer mal brauchen. Aber mit dem Hebel geht die Tür bestimmt auf. Okay. So, sonst noch Dinge. Ein lustvoller Pakt. Schon mal. So, sonst noch was hier. Noch ein bisschen was für unseren Schurken. Holzfass. Das ist alles Kram. Naja, aber guck mal da. Alles nur Werkzeug. Also, es lohnt sich denn manchmal doch. Na ja, gut, für die Sachen hätte ich es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber gut. Aber gut. So. Ja. Zimmer, wo ist denn jetzt? Ach, so das. Traps. Okay, denn. Warte mal, wir haben hier immer noch. Bei einem Nahkampftreffer einen Malus. Das kriegst du mal hier. Und du kriegst hier unsere Diebstahlhandschuhe, natürlich. Jeder Handschuhe kannst du tragen. Gibt keine Rüstung. So, na, denn, komm mal her. Das sollte ja denn eigentlich hier uns ein. Genau, einen Vorteil bringen. Und dann haben wir immer noch die göttliche Führung. Naja. Also es können immer noch 2 Einsen passieren. Und eine 2 und sehr schlechtes Würfeln. Aber mit den Handschuhen des Diebstahls, da, wie gesagt, sicher ist es nicht. Aber es muss schon wirklich sehr viel schief gehen. Damit wir jetzt da noch Probleme kriegen. Lesen Astarion, Entwürfe von 3 Waffen. Ach, das war... Ja, okay. So. Susurrinde brauchen wir. Wir haben ein Großschwert, eine Sichel oder ein Dolch. Vollendet die meisterliche Waffe. Muss ich mal schauen, haben wir irgendwo? Ja, haben wir. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis wir das Ding hinbekommen. Ich werde... Ach, das geht das? Das dachte ich mir schon. Ich glaube, du hattest ein Dolch im Rucksack.
da. Den durch, legen wir mal hier rein. Den werden wir denn an der Stelle mal irgendwann aufrüsten. Das, was da rauskommt, finde ich jetzt nicht sonderlich stark. Aber das... Ach, wo sammelst du das ein? Das Quest würde ich trotzdem machen. Ja, ja, komm mal hoch hier. Careful, I bite. Wenn die anderen das mal hören, du hast uns noch nicht verraten, dass du ein Vampir bist. Oh, hier ist nichts. Da ist die Holztruhe. Die ist verschlossen, ja. Aber ist ja simpel. Naja, 15 ist aber schon ein bisschen plus 5. Nee, warte. Du bist zu weit weg für die göttliche Führung. Das machen wir. Machen wir mal ordentlich hier. Ja. 19 und 16, okay. Das sind jetzt nicht notwendig gewesen, aber wer weiß das schon vorher. So. Und da haben wir das infernalische Eisen. Notizen, ja. Okay, alles klar. Und was haben wir hier noch? Ein Schwert aus Schwedestahl. Ja, da freust sich drüber. Naja, ja, das ist auch für dich. Machen wir, Harlack. Geht in Ordnung. So, haben wir hier noch irgendwelchen Kram, aber doch, ich werde bei Ihnen hier, nachdem hier so viel, ja, gucke da, so viel Schurken-Lauerei-Zeug hier bisher war. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen. Ja, das ist alles euch, alles Zeug oder gar nichts. Ah, da ist, oh, guck, das ist gerade zwei. Tja, also Fallen in das Werkzeug, da haben wir einiges. So, da haben wir hier auch aufgekriegt. Ist das das Spinnen? Ja gut, da sind wir jetzt noch nicht. Da sind wir noch nicht bereit für. Muss auf diese Netz aufpassen oder ich ende als Mahlzeit. Nein, Schattenherz. Also du wirst nicht als Mahlzeit enden. Wir passen da schon auf dich auf. So, na gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Gucken mal wieder nach vorne für den Fall, dass hier irgendeiner mit uns schwatzen will. Wir haben einen Wegpunkt. Sehr gut. Ach, hier steht schon wieder eine Kiste. Rennt da irgendwer rum? Ein Goblin-Schläger. Bevor er uns gleich wieder angreift, machen wir das mal vorher. Und dann bitte. Easy. Naja, 15, das ist, naja, und wenn du sagst, es ist easy, dann zeig. Okay, mit der 3 wäre es ganz schön eng geworden, aber wir können ja zweimal und ja, dann ist es wohl wirklich easy. Und was gibt's hier an Schätzen? Ein Helm, der hast zu Kampfbeginn erhält der Trainer. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, aus dem Typi haben wir auch gerade. Erstens, da ist 14. Haben wir hier schon mal ein mehr? Irgendwo war nämlich hier, hatte ich doch gesehen. Ich habe doch gerade einen Helm gelootet. Da. Den kriegt. Den. Bitte ausschalten. So. Und dann noch hier der Helm, der hast, den kriegt Karlak. So. Dann Gruft und Jugendbrust, Geschicklichkeitsrettungswürfe. Sonst waren noch keine Helme, oder? Na, du. Ah. Lass mich mal hier hochbollern. Das ist gar nicht so einfach. So. Hattest du. Du hattest hier. So, haben wir das mal in Ordnung gebracht, hier so einigermaßen wenigstens. Alles klar. So. Na dann. Hey ho. So, da haben wir die nächsten Hanseln. Ich würde vorschlagen, die werden wir auch umboxen. Kann ich hier noch nicht? Habe ich verbraucht. Bräuchte ich eine kurze Rast.
Mit einer kurzen Rast werden alle wieder aufgeladen, aber ich gehe davon aus, dass wir hier auch ein paar Punkte verlieren werden. Also Hitpoints. Aber normal sollten die nicht so schwierig sein. Zack, wobei der ist schon nicht so ganz ohne. Ach komm, Bange machen gilt nicht. Wie sieht denn das hier aus mit unseren... Dann mache ich hier... Ja, wir machen das mal so. Komm mal her. Auf geht's. Alle rein in Kampf. Rette den Gnom! Wen haben wir denn da? Ein kleines Vögelchen, was fliegen will. Du kannst ja mal versuchen, mich zum Fliegen zu bringen. Ich glaube, hier hätten wir potenziell auch die Chance. Ne, da bietet mir Goblins angreifen. Ich dachte, die hätte ich auch überzeugen können, aber... Och, Schattenherz ist schon wieder nicht einverstanden. Das tut mir irgendwie dann schon wieder weh. Aber gut. So, wo ist er denn? Da ist der Fettsack. Und jetzt haut der Rest direkt ab. Das ist ja witzig. Was habe ich mir da so viel Gedanken gemacht? Kapituliert. Naja, gut, denn. Bitte. Fettsack kann ich mehr kapitulieren, aber die anderen, da habe ich halt nochmal 50 XP gekriegt. So sei mir recht. Tut mir nur gerade ein bisschen leid hier wegen Schattenherz. Ich mag sie. Wenn ich es irgendwie hinkriege, würde ich da auch gern Romance mit ihr machen, aber gut. Ist sicher nicht das Wichtigste, aber wird's versuchen. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Erstmal hat sie hier so gewisse Probleme. Es ist schon ein etwas zerrissener Charakter. Die hat so ihre Sorgen. Aber wer hat das hier nicht in diesem Team? Es ist, jeder hat da so seine persönlichen Probleme. Schon wieder ein euer Schmerz. Ich hoffe, er wird uns nicht behindern. Okay, wenn du das sagst, hier ist ein Schild. Das nehmen wir mal mit. So, und dann... Kann ich nur empfehlen, hier aufzupassen. Hier habe ich mich, glaube ich, schon mal verklickt und die Bremse lösen. man kann erahnen, was das bedeutet, wenn man Bremse lösen macht. Ich werde jetzt aber mal die Bremse betätigen, damit der arme Kerl dann nicht mehr durch die Gegend fliegen muss. Gibt auch gleich noch ein bisschen Erfahrung. Ja, mal gucken, was wir hier noch so haben. Ein bisschen Zeugs. Viel ist es nicht, aber... Mensch freut sich. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Und den Rest mal egal. Oh, mal horchen, was er da so zu sagen hat. Den wir da gerade befreit haben. Willst du nicht? Na komm, dann. Ups. Ja. Kommt die alle hinterher? So. Kommt schon, bindet mich los. Ja, er ist nicht so der allernetteste Person. Ihn befreien. So. Also wenn ich da die ganze Zeit rumgedreht wäre an der Windmühle, dann würde ich wahrscheinlich viel, viel mehr torkeln, als er hier gerade. Macht weiter. Weiter mit was? I'm a deep gnome, you're a drow. Jo, jetzt wollt ihr mich versklaven. Jo, ach, ich finde das cool. Deshalb auch wegen solchen Gesprächen habe ich die Droge genommen. Es ist irgendwie witzig. Alle haben sie erstmal Angst, also nicht alle, aber manche halt. Das ist nicht, was ich will. Ich bin doch eine nette Droge. Good old. Ja, ja. Nein, alles gut. Erzählt mir lieber Jäger. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. So, er macht mit leichtem Gepäck, alles klar. Ihr seid aber weit weg von zu Hause. Is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know.
I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. Mm-hmm. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. Naja, ins Unterreich werden wir vielleicht auch irgendwann nochmal. Wenn wir uns wiedersehen, nun, dann sehen wir uns wieder. Oh Mann, was ein Spruch. Okay, alles klar, noch ein bisschen Erfahrung gesammelt, er ist froh und glücklich. Und ich denke, wir werden ihn nochmal irgendwann wieder treffen. So, dann gucken wir mal hier runter, ob wir da was finden. Sind ja ein Haufen Kisten da. Daran wird es nicht mangeln. Ein Holzfass, nö. Hier haben wir eine schwere Truhe. Und was ist das denn? Flinke Blitzfüße. Wenn der Träger im Kampf sportet oder eine ähnliche. Bei Blitzlasern. Tja, das wäre potenziell natürlich eine Geschichte hier gerade für Schattenherz. Blitzladungen würden ihr durchaus gut tun, aber das Problem ist halt, Sporten kostet, glaube ich, eine Aktion, ja, und das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil, also im Moment schon sowieso nicht. Aber sie kann das ja trotzdem mal anlegen. Was soll's, schadet ja nichts. Im Moment ist sie mit ihren Blitzsachen ohnehin noch nicht so riesig dabei. Es ist schon so, aber ja, der Plan bei ihr ist ja, sie wird dann demnächst auch Zauberin und als Drachenjüngerin sozusagen wird sie dann ihre Fähigkeiten mit Blitzen auch noch deutlich verbessern können. Ja, viel mehr haben wir ja, glaube ich, nicht. Der Rest, wobei es ist immer noch ein bisschen Kleinkram. Okay, ich glaube aber, jetzt haben wir es hier weitgehend. Viel mehr ist hier nicht zu holen, den kann ich nur kaputt machen. Na, nochmal in den Jutesack geguckt und eine verfaulte Tomate gefunden, sauber. Da träumt man doch von. Na gut, also haben wir die hier auch abgehandelt. Denn, gucken wir mal wieder, zerstörtes Dorf, ich würde sagen, denn... Gehen wir mal hier langsam. Ach so, wir haben nur den Goblins. Gibt es hier noch was in der Kiste? Nö. Okay. Gibt ja noch so ein paar andere Quests, wo wir noch mal herkommen werden. Aber ich will das jetzt erstmal mit den Goblins klären, weil grundsätzlich ist es halt hier so questtechnisch. Und das war die Waffe hier. Teufelsherz, Potenzial. Zwar rettet den Gnomen. Diese ganzen Geschichten rund um den Druidenheim, das würde ich gerne erstmal zu Ende bringen, weil da ist halt einfach, gibt es halt so ein paar Teile, die sich, ja, die voneinander abhängen. Eben, wenn ich zum Beispiel jetzt hingehen würde und bei den und komplett die Bosse, das ist letzten Endes ja auch so eine Aufgabe von den Goblins, umhaue, dann funktioniert das nicht mehr mit Halsin retten, der bricht dann von alleine aus, da geht das Quest nicht mehr. Wenn der denn zurückkommt von alleine, dann kann ich das mit Kaga vergessen. Die ist ja hier ihre seine Vertreterin. Und insofern muss ich doch so ein bisschen gucken. Und wenn ich das gemacht habe, wollte ich sagen, dann geht das mit dem heiligen Idol nicht mehr. So hängt das alles so ein bisschen aneinander. Und sind durchaus auch einige Quests, wie zum Beispiel das mit der Waffe, die sind völlig unabhängig davon. Und die werde ich dann jetzt erstmal beiseite lassen. Wir werden erstmal kurz zumindest dann bis ins Goblin Camp reingehen. Da ist auch nochmal ein Händler, der ein paar nette Sachen für uns hat. Und dann werden wir uns um Kaga oder eigentlich, die haben die, glaube ich, Korga genannt. Aber naja, gut, das kriege ich wohl nicht mehr in den Kopf rein. Ich würde sagen, die bleibt Kaga. So, wir haben hier ein paar Oger, glaube ich, sind das. Der Fang und der Chock und irgendwo ist noch einer, der Lump oder so heißt er, glaube ich. Ja, wir können durchaus mit denen kämpfen. Aber, und perspektivisch sollten wir das durchaus auch, der Lump hat eine sehr schöne Kopfteil, was die Intelligenz hochsetzt. Jetzt ist es natürlich so, ich habe hier keinen Wizard dabei, also Magier werde ich wohl auch nicht haben. Trotzdem speziell hier für
Für Marina wäre das gar nicht übel, das Int hier hochzukriegen. Einfach für die diversen Gesprächsoptionen. Da gibt es ja durchaus einige, die auf Intelligenz basieren. Ich würde dann hier auch aus Intelligenz noch 2 Punkte rausnehmen und die irgendwo anders verteilen. Wo auch immer, hier brauche ich sie dann auf jeden Fall nicht mehr. Und insofern würde ich den auf jeden Fall umhauen wollen. Aber ich muss sagen, wir haben ja denn die erwähnten Bosse und der letzte, der ist nicht so ganz ohne. Also man kriegt das schon auch so ganz gut hin, muss ich sagen hier. Trotzdem habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man die ganz gut aufeinander loslassen kann. Also die Ogre und die Goblins. Und das werde ich mal versuchen, ob ich es schaffe, die zu bequatschen. Wenn ich es nicht schaffe, na gut, dann kämpfen wir halt. Soll mir auch recht sein, aber das könnte eigentlich auch ohne gehen. Tastes like chicken. Schmeckt wie Hühnchen. Oh, chicken. Tastes like fish. Gentlemen. Meine Herren, beherrscht euch. This quarrel sows are faced. Na, was denn? Hühnchen oder Fisch oder Schwein? Entscheid dich mal. Wie schmeckt's denn nun? What surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Das Glück ist unserem Bäuchen hold. Das ist doch eine Begrüßung, da freut man sich doch. Freund oder Fraß? Tja, wir haben noch kein Zeichen des Absoluten. Aber ich tue mal so, als ob ich es habe. Täuschen ist noch besser. Ich gehöre zu den Jüngern der Absoluten. Jetzt muss ich aber hier die 10 schaffen. Aber da das Charisma ist, habe ich ganz gute Chancen. Ja. Kritischer Erfolg. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Ja. So ist viel besser. Also ihr seid ein sehr wortgewandter Ogre. Ihr tragt ihr das mal selbst nicht, ja. Zwei Herren Völlerei und Gier. Naja, als Ogre. Ich stille meinen Appetit auf Gold. Tja, Lum, so sieht's aus. Good deal. No talk. So, ihr seid vergesst, ihr solltet für mich kämpfen. So sieht's aus. I am, by all accounts, ich bin studierter Wirtschaftler. Ruhig drauf. Das ist unglaublich. Wo studierst du denn? Macht mir ein Angebot. Jo, so, ich bezahle mit dem Fleisch der Gefallenen. Das ist die Idee. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen, aber wie schon vorher mal. Oh, aber 20 ist natürlich eine Hausnummer. Aber, naja, gut. Da hätte ich auch hier die Freunde wieder nicht gebraucht. Also, ja gut, ich will ja gar nichts sagen. Ich habe ja in den letzten Folgen schon öfter mal ein bisschen mich geärgert, was meine Kampfwürfel, dass ich da dauernd Crit 1 und so ein Müll. Aber wenn ich jetzt gerade hier die letzten Gesprächswürfeleien sehe, die hatte ich ja tierisch hohe Werte eigentlich insgesamt. Wenn ich sowas mal öfter mal im Kampf hätte, da wäre ich happy. Ja, das war ja kaum mal unter 10. Tut dies, wenn es sein muss und keinen Moment eher. Ja. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. Alles klar. So. Ja, wortgewandter Ogre. Das hat er, glaube ich, von Anfang an schon gehabt, die Option hier. Diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. Ja komm, das haben wir doch jetzt geklärt mit der Delikatesse. Hat er eigentlich hier irgendwas zum Handeln, was von Belang ist? Tagebuch von Lump, eine Salami, Gold hat er auch. Na gut, alles klar. Nee. Jawohl, Sturz in Zorn mache ich.
Jetzt muss ich ja sowieso das Ganze mal hochdrehen und dann lass mal gerade gucken, bevor ich das denn hier aus dem Augen verliere. Da kommt das Horn mal rein. So weit, so gut. Toter Tiefling. Something good here, I hope. Na gut, so, da war ein Stützbalken, den ich vielleicht kaputt hätte kriegen können. Jetzt muss ich mal hier schauen, ob ich das hier zufällig irgendwo finde. Nicht, dass das wahnsinnig wichtig ist, aber irgendwo in einem der Häuschen. Wir kommen mal später noch dazu, das Apothekerhandbuch. Im Moment interessiert mich, ob ich hier irgendein Bild finde. Sieht gerade nicht so aus. Und mit dem Handbuch, dann will ich wobei, weißt du, kann man ja eigentlich trotzdem einsammeln. Guck mal hier, in diesem Buch stehen die nur Anbaupflanzen, medizinisch, ja, okay, das ist klar. Ja, das geht in den Keller, aber das machen wir jetzt nicht. Haushaltsgebet. Ah, ich glaube, ich bin im falschen Haus. Da ist noch ein Goblin-Krieger. Hm. Okay. Dann gucke ich zumindest mal noch ganz kurz hier rein. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das mal gefunden habe. Das ist das Problem. Nur, wie stehe ich denn hier drauf? Da falle ich gleich runter. Spur, nee, hier waren wir ja mal die umgehauen. Na gut, okay, kein Problem, denn hier mal weiter im Text ist nicht wirklich wichtig. Kann ich hier runterhopsen? Naja, könnte ich wahrscheinlich schon, aber lass mal bleiben. Ist letztlich nicht wichtig. Irgendwo gibt es hier ein Bild und das hatte ich eigentlich sonst immer gehabt, wo die Goblin-Anführer drauf sind. Aber gut, wir werden das anders klären. Dann lass uns doch mal hingehen ins Goblin Camp. Zumindest mal bis an den Eingang. Da wird uns jetzt auf die nächsten Schritten, wobei ich könnte hier direkt mal ein andermal um. What now? Radio not. So geht das nicht. Muss ich wenden, abkommen. Ich bin fieser Knopf manchmal. Zum Beispiel gerade jetzt. Das sind ja auch wieder zwei. Das könnte, dann könnte ich von vorne und hinten welche kriegen. Und da oben war auch noch einer, oder? Ach, naja. Ja. Es ist wirklich nur der eine da. Der da hinten ist noch gar nicht im Kampf. Doch, kritischer Fehlschlag. Aber jetzt ist er. Jetzt hat er doch gemerkt, dass hier noch was los ist. Excellent. Excellent. So sieht's aus. Bisschen Gold, bisschen was zum Verkaufen. Goblin-Krieger. So, ja, aber du warst hier. Bin ich schon überladen? Nö, kann ich machen. Warte mal, wieso bin ich denn jetzt hier auf Marina? Ja, ja, don't touch me. Schwarzkopf. So. Ist der zweite da? Der hat einen Moment gebraucht, um zu merken, dass wir hier sind, dass wir hier kommen und angreifen. Hat denn? Wieso? Was ist denn da wieder gewesen? Na gut. Okay. Okay. So, ich glaube, das ist denn. Dann haben wir hier aufgeräumt bei den Goblins. Also, zumindest hier in diesem Dorf dort. Das eigentliche Goblin-Lager, das kommt ja jetzt erst. Und da sollte man sich denn, glaube ich, ein bisschen vorsichtig
bewegen, weil das sind viel, 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 viel mehr als die paar, die wir bis jetzt hier hatten. Ja, kaum die Rede wert. Wo ist hier die Brücke? Irgendwie bin ich, glaube ich, gerade falsch gebogen. Moment. Doch, hier richtig. War schon richtig. Muss noch rein. Um einen Stein mehr drumherum. Da ist die Brücke. Okay. Die habe ich gesucht. So, hier könnte man natürlich auch wieder kämpfen, aber in dem Fall brauchen wir das nicht. Weil hier wartet ja Sasa auf uns, die wir befreit haben. Komm, ich sage den Wachen, was Sache ist. Jawohl, macht das. Was denn jetzt? Ach so, Autosave. Immer mal wieder hier so. Das ist Goblins erhält, ja, alles kein Problem. Erfolgreich, rette die Goblin vor Sasa. Wie gründlich hast du es verloren? Hör auf. Ich weiß etwas, das noch zu ihm gehört. Rexlin, ich glaube, das ist der Oberboss. Und in dem Kampf werden wir dann, glaube ich, die Oger reinwerfen. Rexlin's other drow friend won't be happy to hear that. She'll be happy enough when I tell her where them lubies is holding up. Let me through. Let me through. I ain't gonna hold up a drow. Das ist sehr vernünftig. But let the drow through soul know where them lubies is. We'll be heroes. Auf geht's. Stop fidgeting. Hört auf zu zappeln, ja. So, jetzt können wir hier schön durchmarschieren. Alles super. Keine Kämpfe, in dem Fall jetzt nicht mehr. So, da flitzt sie los hier. So. Und was ist jetzt wieder los hier? Hört meine Stimme, folgt meinem Wort. Das sieht jetzt nicht so gesund aus. You recognize the overwhelming authority that you've used on others. Infinitely stronger. Gegen mich gerichtet klingt ungesund. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three Gestalten. Ach so. Exuding power and command. Gut aussehenden jungen Mann, der lächelt. Wo sieht man hier ein Lächeln? And a pale young woman with even paler eyes. Habe ich jetzt mal nicht so direkt erkannt. Vielleicht vorher die Brille putzen. Die Auserwählten. Sie sprechen für mich gut. Dann weiß ich, wen ich weghauen muss. Aber wie die drei Goblin-Bosse sahen die zumindest mal gerade nicht aus. Und Schattenherz hilft uns ein bisschen. Gut. So. Das hat sie, glaube ich, als in einem Tutorial am Anfang, da wo ich sie aus diesem Ding rausgeholt habe, da hat sie das mal eingesammelt. Die Abrechnung rückt näher. Nicht schlecht. So ein kleines Ding. Das sagst du so, dass du das nicht weißt. Nice one, Shadowheart. That thing in your pocket seems powerful as hell. Was habt ihr da für ein Ding? Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. At any cost. I suppose if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us were sent to retrieve. Shah-Anhänger, na ja, das ist ja denn nicht so weit weg. Und oh, ich darf nicht scheitern.
Na gut, dürfen wir auch nicht. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Da haben wir einige Quest-Updates hier bei ihr. Until then, auch der Dunkelheit ist, denke ich mal, ihr persönliches Quest. You have the truth, for all it's worth. Jetzt kennt ihr die Wahrheit. Na gut. Wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse, wie du auch. Glaub, es war eine eure Sache. Ja. Das stimmt. Ja, hättest du früher sagen sollen. Das ist wohl wahr. Nun ist die Wahrheit raus. Künftig erwarte ich mehr Ehrlichkeit. Na gut, alles klar. Dann können wir jetzt hier weiter. Soweit, so gut. Naja, ein bisschen können wir noch ein kleines Stückchen hier. Das einzige Problem, ich sehe es da vorne schon kommen. Oder höre es. Der Wollo schwatzt wild, singt hier rum. Ich wollte gerne mal hier ein bisschen mit dem Händler noch gucken, aber der Kerl nervt. Also, sorge ich erstmal dafür, dass er in den Knast kommt. Ich hole dich auch wieder raus dann, Wollo, keine Angst. Aha. Da hat wohl eine jemanden gefunden, eine Gönnerin. Rebo. Jetzt tue ich mal so ihm deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Do as she says. Now. Now, where was I? Huh? Wait a tick. That friend of yours? Oh, certainly not. Certainly not. I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Ja, komm, einmal darfst du noch wegen Dennis Schluss. I am Draraxlin, Tumptuous Draraxlin. Ihr habt ihn kaputt gemacht. Draraxlin. Ich hab ihn kaputt gemacht, so sieht's aus. Zurück in den Käfig. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir hier Ruhe. Ich heiße Gribbo. Jawohl, Mutter. Ja, ich Idiot. Oh Mann, der Wollo ist eine Gestalt. Das ist unglaublich. Es kriegt da erstmal einfach was. So, na gut. Sie bringt ihn jetzt ins Gefängnis, aber wir werden uns später drum kümmern. Da haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe. Aber ich würde sagen, das mit der Ruhe und auch dem Händler, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Soll für den Moment dann erstmal wieder genügen. Wir sind ja ordentlich vorwärts gekommen hier. Und ja, mal sehen. Ein bisschen mit dem Händler handeln und ich denke, danach kümmern wir uns dann erstmal hier um die Kaga und ihre Geheimnisse, die die so hat. Jo, also für den Moment wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.